King's Quest. Und damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Kapitel. Ich habe endlich mal die Zeit dazu. Und nachdem wir ja den ersten Titel schon eine ganze Ecke durchgespielt haben, freut es mich doch, dass ich noch dieses Jahr dazu kommen darf, das zweite Kapitel zu spielen. Für euch, mit euch. Und jetzt würde ich erstmal ganz kurz schauen. Soundgrafike. Ja, passt soweit. Okay. Okay, Kapitel. Stein oder nicht Stein? Das ist hier die Frage. Und das ist das, was wir jetzt und heute und hier durchrocken wollen. Dieses Kapitel besitzt du bereits. Achso, Moment. Moment, spielen. Ah, jetzt beginnen. Demnächst erhältlich Kapitel 3. Ja, wird sicherlich noch ein bisschen, wir haben, ach so, weil ich es deinstalliert hatte. Oh, ist egal. Wir haben ja das erste Kapitel schon durchgespielt. Ergo, lassen wir es gut sein. Ja, ich hatte das Kind das mal kurz deinstalliert, weil ich einen Speicherplatz gebraucht habe. Tatsächlich, bei der Menge an Speicher wundert mich das immer wieder. Naja. Ach du Scheiße, ich dachte, das wäre... ja. Ach du Scheiße, ein Drache. Den kennen wir doch. Junge, Sir Graham, König Graham, wir haben einige wichtige Angelegenheiten, um die ihr euch kümmern müsst. Ich bin ganz Ohr. Fahrt fort. Nun ja, die neuen Uniformen sind da und laut Addendum 90210 entscheidet alleinig ihr die Kleiderfrage. Was ist euch lieber? Scharlachsonne oder purpurne Pracht? Sieht es nicht alles irgendwie... Hä? Dein Ernst? Egal, ich will auf jeden Fall Scharlachsonne. Scharlachsonne, der sonnenklare Favorit. Die andere Uniform ist einfach nicht das Richtige. Brillante Wahl, Euer Majestät. Siehst du Nummer 2? Oh. Nächster Punkt. Wie möchtet ihr mit Daventry Dekret 867530 verfahren? 867530? Eure Fußmassage. Wie soll damit verfahren werden? Sanft angehen, richtig zu langen Trugpunkt. Ich bin eher für die sanfte Massage. Nimm es lieber sanft an. Man soll schließlich nicht auf zu großem Fuß leben. Allerliebst. Eure Entscheidungen formen das Königreich schon zum Besseren. Yeah. Das ist eindeutig besser. Sire, wir haben alle gestohlenen Betten. Allerdings werden vermehrt Kobolde gesichtet. Oh, die Horde scheint im Nordwesten aufzutauchen. Wie sollen wir vorgehen? Fallen entlang der Schlossgrenze errichten, eine Audienz bei ihrem König, die Infanterie schicken. Fallen. Ich glaube, davon lassen die sich wahrscheinlich eher weniger abhalten. Ich schick mal die Infanterie. Schick die Garde, zwingt sie zurück unter die Erde. Und vergesst diesmal nicht die Schwerter. Exzellente Strategie, Sire. Ich kümmere mich darum. Nun denn, was denkt ihr über Proklamation 741? Wie ist der Druck, Euer Majestät? Genehmigt, ganz fantastisch, sehr gut, ganz... Was soll das für eine... Also, so leicht lasse ich mich jetzt nun auch wieder nicht ablenken. Sehr gut. Ihr habt ihn gehört, Gardisten. Proklamation 741 ist durch. Mittwoch ist jetzt offiziell Gegenteiltag. Nein! Und was haben wir heute für einen Tag? Was? Das gefällt mir gar nicht. Okay, wohl Mittwoch. Larry wollen wissen, ob sie ihre Disco-Nacht im Thronsaal veranstalten können. Miss Madeline und ihr Hofstaat wünschen eine Audienz bei euch. Ich muss... Wer soll sich zuerst um die Kobolde kümmern? Kann ich eure Krone tragen? Heute nicht, ein neuer Termin, Whisper und niemals wieder. Um die Kobolde kümmere ich mich selbst. Nein zum Rest, zweimal nein, ist Herr von Schling verfügbar und... also wenn Gegenteiltag ist, dann... Müsste ich ja eigentlich fast schon Y nehmen, ne? Weil wenn ich sage nein, nein, Acorn und nein, heute nicht ein neuer Termin. ja.
und Nein zum Rest. Okay, aber ich glaube, die Antwort kann nicht gut für mich werden. Um Kobolde kümmere ich mich selbst. Und zum ganzen Rest, nein. Gegenteil. Ja heißt Nein und Nein heißt Ja. Nein! Aber bezieht sich das nur auf Ja und Nein? Charlasonne? Welches Addendum kommt als nächstes dran? 4285? 543? Die Kobold-Strategie scheint nicht aufzugehen. Kurs halten, können wir draußen reden? Ich denke, feiern wir dieses Jahr den Eiscreme zum Frühstücktag. Nicht nur... Was ist... Was? Wie? Wo? Was? Ich habe ein Problem mit dem Abendessen. Wollt ihr umbestellen? Ich fasste, es ist Bauchtag... Was? Doch die königlichen Rössersocken tragen. Eine tolle Idee, wir wollen keine Emotionen aufwühlen. Dein Ernst? Nein, raus, alle! Ich brauche einen Moment. Keine Ahnung, was er hat. Das Problem ist, er ist nicht König Edward. Hier drinnen sind nicht mal Bienen. Das ist ganz gut so, hallo? Verzeihung. Ich brauche nur frische Luft. Aber Sire, es regnet in Strömen. Schon gut. Ich besuche nur kurz Wenty. Sein Cremekuchen beruhigt mich immer. Wie ihr wünscht, Euer Majestät. Also gut, raus hier an die frische Luft. Ist mir wurscht, ob es regnet. Nehme ich einfach einen Regenschirm mit. Könnte mal jemand das Loch da stopfen? Musste ja gespart werden. Ja, aber... Kein Wort. So, Oh, geil, cool. Ich wünschte, ich hätte ihn gerettet. Ich ging immer wieder meine Wahlmöglichkeiten durch, doch es lief stets auf dasselbe hinaus. Naja. Regen. Pfui, Eifel, meine Frisur. Meine Krone. Wo sind wir denn hier genau? Ach nee, sieh mal. Haben wir mein alter Hut. Kann ich den anziehen? Ach so. Schade, kann ich ihn nicht benutzen. Brückentrolle? Sind die verfügbar? Kein Brückentroll. Ich war heute wieder krank. Na toll, und wie komme ich jetzt zu... Beutler. Hey! Alfie? Hey! Ha! Ja! Alles ist toll! Oh, du siehst recht ungeschützt aus. Hier! Olfi will nicht, dass dein neuer glänzender Hut rastet. Danke, Olfi. Eine Pause tut gut. Addende absegnen ist nicht gerade das Abenteuer, für das ich ausgebildet wurde. Aber König Edo wählte dich. Sehr viele Leute wollten diesen Hut. Pilar hat sich 17 Mal beworben. Ich wurde wohl zur richtigen Zeit geboren. Ich hatte Glück. Glück? Aber weißt du noch, wie du die gestohlenen Schätze zurückgeholt hast? Natürlich, als wäre es gestern gewesen. Gelöst hast. Und diese riesige Bohnenstange erklommen hast. War das Glück? Wohl kaum. Das interessiert jetzt nicht. Der Thron lässt mir kaum Zeit für Abenteuer. Ich will nur halb so gut sein wie König... König Edo war nicht perfekt, kleiner Freund. Daventry war damals chaotisch. Olfi hat noch immer Narben am Rücken. Naja, wenn man so viel erreicht hat, vergeben einem die Leute meist die letzten Jahre. Komm schon, kleiner Beutler. Ich bring dich in die Stadt. Na gut. Ach, ich werde sogar getragen. Wie geil ist das denn? Mach nichts kaputt, ja, Olfi? Danke dir. Wir sehen uns vielleicht noch. Moment. Warum ist hier eigentlich niemand? Ich sehe schon das Problem. Na, da habe ich mich ja in eine Suppe reingeritten. Naja, eigentlich tragen lassen. Egal. Ist da irgendjemand da? Niemand. Verdammt!
Dein Ernst? Nein, was, wie, wo? Nicht erschrecken, Kleine, es ist nur der Wind, hoffe ich jedenfalls. Das ist so geil. Da waren doch Schreie, aber vom alten Graham. Und warum? Ah, Addendum 48677. Wow, wie sieht's denn hier aus? Wie geil ist das denn? Sie hatten recht. Mit was? Was ist das schon wieder für ein Artikel? Oh, Gwendolyn, bist du das? Komm rein, ich wollte dich nicht erschrecken. Opa, du sollst dich doch ausruhen. Du aber auch. Ich konnte nicht schlafen. Ich auch nicht. Ganz schön viele Geschenke für einen gebrochenen Arm. Ja, nun, ich bin definitiv schon mal anmutiger gefallen. Tut mir leid, dass ich dein Fechtturnier verpasst habe. Samstag ist noch eins. Ich werde zusehen, selbst wenn Kyle mich tragen muss. Hast du Angst vor dem Sturm, Liebes? Oder vor deiner Fantasie? Nein, ich habe vor gar nichts Angst. Nun denn... Du willst nur gucken, ob unter dem Kissen irgendwelche Kobolde sind? Willst du eine Geschichte aus einer Zeit hören, in der ich definitiv auch Angst vor rein gar nichts hatte? Kommt ein Drache darin vor? Vielleicht. Es war ein ungemütlicher Abend, genau wie heute. Als Abenteurer wäre eine Koboldentführung ein Spaß gewesen. Aber als neuer König war es schlimm. Ach Gott, die haben mich schon gefangen genommen. Es ging aber schnell. Ich hätte noch gar keine Wahl gehabt, keine Möglichkeit, mich zu verteidigen. Verdammt. Wer zum Geier kommt denn da an gestiefelt? Igitt, wie hässlich ist das denn? Dein Ernst? Was zum Geier soll das darstellen? Ey, was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht. Laber mal deutlich. Was zum Geier? Nein, der steht dir nicht, Junge. Was soll das? Ich möchte euren König sprechen. Was zum Geier ist das? Ich konnte die Hand nicht sehen und ich war auch nicht sicher, ob ich alles sehen wollte, was dort war. Ja, ich sehe. Ah, ich sehe mich da unten. Ich sehe die. Ein Leuchtfischli. Kann ich mir den angeln? Warte mal. Ah, zu schnell. Ich hab nix, ne? Das ist das Problem. Da ist doch irgendwas. Warte mal. Au. Jetzt.
shit. Alles gut. Das war doch ein Drachengesicht. Das war ein Drachen. Nichts ist gut. So, wo bin ich? Ich bin da unten. Autsch. Soll ich dem Viech einfach folgen? Ah. Ich sehe schon. Siehst du, da unten ist es hin. Und da muss ich mich jetzt auch hinbewegen. Au. Autsch. Okay, jetzt wollen wir uns mal... genau, leeres Glas. Ich nenne dich Newton. Oh, shit. Es gibt noch mehr von den... egal, mir reicht einer. Ich will eurem Freund doch nichts Böses tun. Ich brauche nur Licht. Ich war schwach. Ich war erschöpft. Ich wollte nur schlafen. Okay, was haben wir hier? Ich sollte wohl einen Happen essen. Ja, aber was denn? Ich hab doch gar nichts dabei. Was ist das? Ist das Haferbrei? Ich will's nicht hoffen. Ich würde es definitiv nicht anrühren. Ich sah fürchterlich aus. Hä, was sind denn das? Ich sah fürchterlich aus. Was sind denn das da unten für Muskelarme? So, auf jeden Fall ist das ein Hebel. Ich habe keine Ahnung, was er in Bewegung setzt, aber ich bewege ihn jetzt einfach mal. Ist definitiv zu schwer. Oh. Ich war zu geschwächt, um den Hebel zu betätigen. Na toll. Ich habe die Befürchtung, ich weiß, was ich jetzt das zu tun habe. Das ist kein Nachttopf. Ja, besser wäre es. Ich weiß allerdings, wo ich ihn hinstellen muss. Und, ja, muss ich den Scheiß wirklich essen? Gott. Bäh, ekelhaft. Wie geht? Das ist matschig und kalt. Ja, aber ich muss mich stärken, aber sowas essen, Alter, echt jetzt? Ich fühlte mich sofort besser, doch lange nicht so stark wie sonst. Ekelhaft. Naja gut, vielleicht klappt's ja jetzt. Endlich. Ah. Gute Nacht, Newton. Und gute Nacht, Sally. Gute Nacht, Finn. Schlaf gut, Hüpf. Gute Nacht, Fuego. Süße Träume, Molly. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem dunklen Raum festsaß. Doch eines Tages änderte sich alles. Kein Haferbrei mehr? Das wird, Achtung! Geil! Okay, schade, ich dachte, sie sind ohnmächtig. Was zum Geier? Die fürchterlichen Kobolde wollten, dass ich für sie arbeitete. Und ich musste gehorchen. Arbeit? Das ist noch schlimmer als Gefangenschaft. Diese Monster. Was habe ich bekommen? Ein Putzlappen. Na toll. Hey, Moment mal. Wenn Herr von Schling gefangen war, hatte ich keine Chance. Was haben denn die mit dem da gemacht? Haben die den betäubt oder was? Ah, wie gefesselt der ist, ist es ja. Ja, Spinne. Zweck, zufrieden. Er hat mich nicht wieder eingesperrt. Wieso putzen?
Es wird ja doch wieder schmutzig. Richtig. Aber ich habe ja schon geputzt. Aber ich muss da rein. Wie wir das wohl hinkriegen werden? Was haben wir denn hier drin? Ach du Scheiße. Nein! Nein! Diese Pest! Ja, das war dann, glaube ich, Putzlappen? Dein Ernst? Nein, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich gehe wieder raus. Nee, ich brauche noch irgendwas anderes. Das alleine hilft mir nicht. Aber wieso hat man mich draußen gelassen? Man hat mich nicht wieder eingesperrt. Was ist das da am Boden? Steine oder was? Ist auch cool. Man hat mich nicht wieder eingesperrt. Ich bin frei. Ich kann mich frei bewegen. Ja, mal sehen, was sich hier entdecken lässt. Eventuell finden wir ja irgend... da schauen wir mal rein. Okay.